Ihr habt sicher schon Namen gehört, die man heute noch als Maler so hoch verehrt. Euch sind Rembrandt und Rubens bekannt, und sie malten alle im Flandernland. Einer wollte so werden wie sie, so ein unvergessliches Malgenie. Was man heute noch in Flandern erzählt, sind die Abenteuer, die er erlebt. Niklas, der Junge aus Flandern, Niklas, der Junge aus Flandern, wir wollen heute wieder ein Stück mit dir gehen. Wir wollen dich und deine Zeit verstehen. Niklas, der Junge aus Flandern, Niklas, der Junge aus Flandern, wir warten gespannt, was heute wieder passiert, ob er gewinnt oder verliert. Niklas! Bin ich denn eingeschlafen? Oh, Großvater war hier. Danke, Großvater. Patrasch! 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 Er atmet! Er lebt noch! Er wird gesund, ganz gesund. Großvater, sein Herz schlägt ganz ruhig. Er wird gesund. Aber seine Augen sind noch geschlossen. Er ist todmüde und erschöpft nach den schrecklichen Qualen, die er zu ertragen hatte. Wann steht er denn auf? Du wünschtest dir doch von ganzem Herzen. Ich bin sicher, er wird wieder gesund. Hier. Niklas, koche aus diesen Kräutern einen Sud und fache das Feuer gut an. Koche die Kräuter ganz lange, sie werden ihm gut tun. Mhm. So, mein Junge, ich muss gehen. Ja, bis später. Ach, das Feuer ist aus. Niklas, guten Morgen. Annika! Hier riecht es so komisch. Was machst du denn da? Ich koche Kräuter. Ist dein Großvater krank? Nein, er ist schon nach Antwerpen. Ich koche den Tee für Patrasch. Für Patrasch? Mein Freund, ich zeige ihn dir. Komm. Oh, ein so großer Hund. Da fürchte ich mich ja beinahe. Er wird dir nichts tun. Er ist doch mein Freund. Wir haben ihn unterwegs gefunden. Patrasch!
halt ihn schön fest. Ach, das war der Grund. Deshalb bist du gestern nicht zu unserem Baum gekommen. Du musstest dich um deinen kranken Freund kümmern, nicht wahr? Das verstehst du doch, oder? Ja. Aber er bewegt sich doch gar nicht. Geht es ihm wirklich gut? Wird er denn wieder ganz gesund? Hauptsache, er lebt. Warum liegt er so unbeweglich da? Er schläft doch nur. Patrasch wird niemals sterben. Mhm. Fass ihn doch an, dann fühlst du, wie er atmet. Er hat sich bewegt. Patrasch! Patrasch! Seine Augen sind auf. Er hat dich erkannt. Mhm. Guter Hund. Wasser. Niklas, wohin gehst du? Warte hier, bin gleich wieder da. Trink doch! Ach, er hört nicht. Na, trink doch. Das ist gut für dich. Warum trinkt er denn nicht? Patrasch war völlig verwirrt. Noch nie in seinem Leben war er so gut behandelt worden. Er hatte bisher nur Schläge, Hunger und Durst kennengelernt. Patrasch, nun komm, ich helfe dir. Das ist für dich. Wasser. Hier, lieber Patrasch. Jetzt trinkt er. Annika, er trinkt. Endlich. Hier, da ist noch mehr. Jetzt hat er genug. Er schläft schon wieder. Wasser kann ihm ja keine Kraft geben. Er hat sicher seit Tagen nichts gefressen. Ja, dann muss er jetzt was fressen. Ich hol ihm was. Hast du was? Nein, es war nichts da. So? Das macht nichts. Ich laufe nach Hause und besorg was für ihn. Bin gleich wieder da. Du, Niklas. Annika, was ist denn? Ich weiß doch überhaupt nicht, was Patrasch am liebsten fressen mag. Was fressen Hunde denn gern? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Ach, das macht gar nichts. Ich werde schon was Gutes finden. Ach, Annika. Ach, Annika, komm, wir spielen mit Waldi. Ach, Annika. Wir gehen jetzt. Wohin gehen wir? Hast du es vergessen? Dein Vater hat doch gesagt, dass wir heute in die Stadt fahren. Ich kann nicht. Was kannst du nicht? Patrasch wartet. Ich muss Patrasch füttern. Er ist in Niklas' Haus. Patrasch? Ich muss wirklich gleich wieder zurück. Er hat doch nichts zu fressen.
So, zurück musst du. Mich interessiert dieser Hund nicht. Jetzt komm gefälligst, wir wollen gehen. Mama, Niklas wartet doch auf mich. Jetzt hör endlich damit auf. Komm, wir gehen. Annika, sei vernünftig. Du wirst jetzt mit uns gehen. Und wenn wir zurück sind, kannst du zu Niklas laufen. Nun komm, sonst wird dein Vater noch böse. Annika! Ja, Peter, wir sind gleich fertig. Annika, hast du mich verstanden? So, fertig. Ich komme gleich, es muss nur noch abkühlen. Kalt genug. Sieh mal, ich hab was für dich. Es wird dir gut tun, wenn es auch bitter ist. Du musst es doch wenigstens erst mal versuchen. Obwohl ich genau weiß, dass deine Kräuter sorgfältig ausgesucht sind, kann ich für diese kleine Menge nicht viel bezahlen. Aber warte einen Moment. Patrasch, bitte, versuch's doch erst einmal. Es kann nicht so schlecht schmecken. Es ist doch gut für dich. Hörst du mir überhaupt zu? Großvater sagt, das macht dich gesund. Patrasch, nun versuch's doch mal. Was soll ich nur machen, wenn du es einfach nicht nimmst? Wir meinen es doch nur gut mit dir. Patrasch, es ist ganz wichtig für mich, dass du schnell wieder gesund wirst. Dann können wir zusammen draußen spielen. Patrasch, ich bin dein Freund. Versuch's. Ich hab dich lieb. Was soll ich denn machen? Du hörst mir einfach nicht zu. Vielleicht versuchen wir es einmal so. Ich lege mich dir gegenüber, siehst du? Einmal für mich. Es ist gar nicht so schlimm. Patrasch, du bist der Nächste. Hä? Versuch's. Siehst du, Patrasch? Na also, es ist doch gegangen. Weißt du, was ich mache? Ich werde es noch einmal aufkochen. Dann ist es vielleicht nicht mehr so bitter.
Patrasch! Oh, Patrasch! Patrasch! Was ist denn mit dir, Patrasch? Was kann ich nur tun? Großvater ist doch nicht da. Was soll ich nur machen? Der Sud. Komm, Patrasch, trink noch mehr davon. Wie fühlst du dich, Patrasch? Wie geht's ihm? Ach, Großvater, Patrasch. Was war? Er hat vorhin plötzlich so komisch zu atmen angefangen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun sollte. Hast du den Kräutersud so gemacht, wie ich es dir gesagt hatte? Mhm, das habe ich. Es hat große Mühe gekostet, dass er ihn überhaupt nimmt. Also, ich kann das kaum glauben, Niklas. Wie bitte? Ich hatte vergessen, dir zu sagen, dieser Sud ist nur zum Einreiben. Er ist viel zu bitter zum Trinken. Also es ist kaum zu glauben, dass dieser Hund das für dich getan hat. Aber keine Angst, er wird keinen Schaden davon erleiden. Und vielleicht wird er jetzt sogar noch viel schneller gesund werden. So, und jetzt gehe ich in die Küche und koche für uns alle eine gute Suppe. Eine Fleischsuppe? Patrasch braucht jetzt kräftiges Fressen, dann ist er bald wieder gesund. Die Fleischsuppe wird uns allen gut tun, Großvater. Ich helfe dir, ich hole schon mal das Wasser. Annika, wo bleibst du nur so lange? Das Feuer ist fertig, Großvater. So, das wird bestimmt eine gute, kräftige Suppe. Patrasch, gleich bringe ich dir was. Patrasch, Kopf hoch. Es ist eine herrliche Suppe. Sie wird dir gut tun. Ah, Großvater, er hat gerade mit seiner Nase gewackelt. Sehr gut. Niklas, das Essen ist bald fertig. Patrasch, es wird gar nicht mehr so lange dauern und du bekommst was sehr Gutes zu fressen. Hörst du? Es ist wirklich reichlich lange her, dass wir eine Fleischsuppe hatten. Jetzt ist sie fertig, glaube ich. Bring mir die Schüssel von Patrasch rüber. Ja. So, du musst aber warten. Es wird noch zu heiß für ihn sein. Vielen Dank noch, Großvater. Bring das Patrasch. Er wird sehr hungrig sein. Ja, sofort. Es muss nur noch mehr abkühlen. Na, sieh doch mal, was ich da habe. Das ist alles ganz allein für dich. Das wird dir bestimmt gut schmecken. Ah, Großvater, er frisst die ganze Suppe auf. Es schmeckt ihm richtig gut. So ist's brav. Dann stehst du auch bald wieder auf. Sie ist leer. Er hatte ja wirklich einen riesengroßen Hunger. Niklas, es ist noch mehr Suppe in dem Topf. Geh und hol ihm noch etwas. Ja, ich bin gleich wieder zurück. Hier, lieber Patrasch. Ich weiß was.
Ja. So, Großvater, willst du dich nicht hinsetzen? Großvater, wir wollen heute bei Patrasch unser Abendbrot essen. Ich bringe alles herüber. Jehan hatte Niklas noch nie so glücklich gesehen. Was ist denn heute nur los mit Annika? Sie will nichts essen, sagt sie. Jetzt wird Patrasch doch bald wieder ganz bei Kräften sein. Dann können wir in den Wald gehen und spielen und Annika kann auch mit uns zusammen sein. Niklas, du sollst weiter essen, solange deine Suppe noch warm ist. Mhm. Niklas ist glücklich. Er träumt, dass Patrasch mit ihm und Annika durch den Wald läuft und dass sie auf den blühenden Wiesen miteinander spielen.